Hallöchen und damit willkommen zu einer neuen Folge vom LS22 Hautbellerauer Experimentell. Ja, lang ist's her, dass ich die letzte Folge mal aufgenommen hatte, aber es war auch ein bisschen zeitweilig im Preußen gewesen. Also man kann es auch wieder so wie einen kleinen Report quasi nennen. Ja, ihr seht hier schon, die Kuhställe sind hier reingewandert. Wir hatten ja schon länger mal Feld 28 im Besitz. Im Besitz, aber nicht die Kuhställe. Denn nämlich unser französischer Bürgermeister hat gemeint, Herr Bart, wir subventionieren Sie mal, bauen Sie doch auf unserer Karte einen Milchviehbetrieb. Dafür haben Sie 2 Mille zur Verfügung. Der Rest müssen sie sich quasi erarbeiten. Also das heißt, er hat uns die Höfe spendiert, er hat uns die Tiere spendiert oder muss uns noch die Tiere, wird uns noch die Tiere spendieren. Und der Rest müssen wir selber machen. So der Stand der Dinge vor ein paar Monaten. Man kann rechnen, 3 Monate. Ja, dementsprechend stehe ich da auch schon hier mit dem Trecker. Ja, mit unserem Waldra und hab da schon mal was aufgebaut. So, das ist quasi dann unser kleines Tierreich. Wir waren sehr auf ökologisch angesetzt und quasi hier haben wir einen kleinen Stellplatz, 2 von den Mistsammler, also Mistlager, ein von den schönen großen neueren Tierstellen, so quasi mit Mischroboter natürlich. Naja, wir haben noch einen speziellen Lieferanten für das Futtermisch und ja, da wird halt noch einiges dazu kommen. Ja, also ich bin noch, das ist nur lang noch nicht fertig, ist ja auch so quasi gewesen, Ganze hier aufzuschütten, hat Bauarbeiten ziemlich lang gedauert, ne? Das sind jetzt schon, keine Ahnung, 3,5 Monate. Und naja, natürlich brauchen wir auch da noch so paar Leutchen, die da uns auch noch helfen, ne? Also dementsprechend haben wir hier ganz schön viel zu tun. Aber das ist der Stand der Dinge, ne? Wie sich der französische Bürgermeister sich vorstellt. Von Land viel subventioniert, ne? Und ja, ist halt schon brutal, ne? Natürlich ist dann bei mir auch das so das Tolle. Ja, wie machen das jetzt am besten? Ich meine, brauchst du jetzt noch das dazu? Auf der einen Seite hast du ja, brauche ich ja noch genug Material. Das ist meine eigene Kühe, die, ne, bei mir auf dem Hof, die produzieren ja schon, aber also habe ich mir gedacht, naja, komm, fragst du mal hier jemanden, der sich bei dem Milchviehbetrieb auskennt, ne, wo man was aufbauen könnte. Schauen wir mal. Und da kam schon was Gutes raus, also. Nun ja. Da sind wir auch schon bei uns am Feld angekommen. Oder besser gesagt, bei uns am Feld, bei uns am Hof, denn wir haben heute auch noch ein bisschen was zu tun. 6.53 Uhr Grad aktuell Uhrzeit. Heißt, auch wir dürften mal bald wieder düngen oder Rasen mähen. Was haben wir noch nicht? Bodenprobe genommen. Ja, da kommt auch noch ein fetter, eine dicke, schöne, fette Abrechnung. Und ja. Na gut, hier auf dem Feld dann sind jetzt beide Weizen, die wir jetzt drauf angesät haben. Problem ist nämlich, ich brauche nämlich das Stroh, um das ganze Gras der Heutrocknung betreiben zu können. Also auch wieder ein bisschen Wärme für das Dorf und ja, ja. Währenddessen hoffe ich mal, dass noch unser Betrieb zum Überleben braucht, weil das Feld 35, wo die ganzen vom Kollega hier die Produktionsstätten sind, auch der Heutrocknung. Denn ja, das Ziel, auch einen guten Ertrag zu machen. Vor allem Feld 37 wird auch irgendwann für die Karotten
Vorbereitet, rote Beete etc. Das ist alles so. Ah, die Maschinen, das Geld, jetzt hast du den Milchviehbetrieb, also da kannst du dich austoben bis zum geht nicht mehr. Aber da meint auch so ein anderer Kollege von mir: Junge, du musst erstmal wieder weiter produzieren, weil ein bisschen was reinfahren an Geld. Ich meine, die eine Mille, die wir da jetzt haben, das war auch ja, ziemlich viel Investition, also. Was sagen? Bank, ja, immer schon auf Nullschnitt, aber ne, das ist halt verkaufen, ansehen, verkaufen, produzieren und ja, könnte mal so sehen. Bin schon im Luch, 25 Jahre schon auf der Karte, Alter, weil ja, Schwede, ich bin auch 35, 25 Jahre schon auf der Karte. Das noch im, naja. Aber wie gesagt, das ist so gerade der Stand der Dinge. Wir müssen jetzt erstmal gucken, unsere Tiere versorgen. Komm und bei dem ist auch. Ach, Deckel leer. Wie gesagt, perfekt. Weil da unsere Mühle müssen wir nämlich auch bedienen. Deswegen hoffe ich, dass wir so schnell wie möglich das Ganze da. Abernten. Naja. Aber wie gesagt, Kleinigkeiten müssen halt auch gemacht werden. Ja. So ist das halt, kann man halt nichts. So, dann schauen wir einfach mal, dass wir ja das Ganze. Mal wegbekommen, weil wir müssen ja ein bisschen was arbeiten. Auch wenn es ein bisschen anders ist, ne? Hoppala. Ja. Schauen wir mal, dass wir die ganzen nochmal wegbekommen. Ach, da rennt ein Reh rum. Ein guten Morgen, Reh, auch mal da. Darf ich vorstellen, hier Schragu. Ja, zum Schlachter. Ja, meine Milchkühe sind auf jeden Fall, die haben auch Hunger. Die wollen unbedingt, auch was zu futtern haben. Klappt. Ja, ich habe jetzt auch den Voice Mod heute das Abo rausgeschmissen. Also falls ihr die Folge dann seht, dann hat sich das auf jeden Fall verabschiedet. Weil ich werde halt fand schon schade, dass man das nicht viel genutzt wird. Und deswegen habe ich es auch rausgeschmissen. Ich meine, jeden dritten Monat einen schönen. Ein schön 13 Euro oder 12 Euro zu zahlen im dritten Monat. Ich meine, das ist toll. Man hat zwar viel davon, aber naja. Viel brauchen wir auch nicht dafür. So, genau. Mal auf jeden Fall mal, dass man hier ein bisschen. Ja, so macht man Paletten kaputt, aber so kriegt man halt das Ganze weg. Ich bräuchte eigentlich eine Gabelverlängerung, ey, wenn ich schon so viele Paletten da habe, aber naja, so ist es halt. So, ja, auf jeden Fall haben wir jetzt erstmal ein bisschen was zu tun, die Tiere zu versorgen. Und ein und andere Lohnauftrag noch hier für das Dorf. Da bin ich mal gespannt, wie der Milchviehbetrieb sich da so ein bisschen entwickelt. Gut, dann hat er mir das auch erledigt. Platten können ja erstmal da stehen bleiben. Können wir auf jeden Fall auch noch ein bisschen noch
Erstmal was frühstücken gehen, ne? Das muss ja auch mal sein. Ja, nachdem wir jetzt ein bisschen gefrühstückt haben, hat es nicht lange gedauert. Da hat Henny gerappelt und wurde gebeten, dass wir dann direkt hier mal grubbern. Aufträge, Luna-Aufträge. Da war wieder wohl ein Matter. Ein und selbe Matter, das kann ich mir fast nicht vorstellen, dass der bei denen da unterwegs war. Aber gut, wenn es halt so ist. Mehr Arbeit für uns. Passt ja. Jo, jetzt müssen wir noch tanken. Ein AdBlue, der Trecker braucht nämlich ein bisschen viel. Jawoll. Das. So. Mal gucken, wie lange wir heute brauchen. So. Da gut konzentriert, was die Handbremse betrifft, ne? Auch wieder. Gerät haben wir ja alles gestern schon. Ja, gestern, das war auch so noch ein Auftrag, da kam noch schnell einer, der meinte 15 Uhr, hey, wie sieht's aus, Junge, kannst du mir noch helfen hier bei ein wenig beim Grupp an, jo, ein Ding, machen wir doch. Passt, ja. So. Ja, auf jeden Fall gehen wir noch kurz mal den Diesel schlucken und dann das drauf. Passt, dann kommt. Weil heute Morgen ist nämlich auch was anderes passiert. Ja, bei mir hier in meiner Bude hat es nämlich auch eine kleine Verstopfung gegeben. Das heißt, hier der ganze Güllekram kam wirklich hin. Schön das für Rohre raus, wo ich gedacht habe, ja, super klasse, ey. Hier, was habt ihr gemacht, ey? Macht mir alles gut fürs Land, ne? Gut für Gülle rauszufahren, aber dann je. Yeah. Auf jeden Fall. Naja. Wem ist das nicht passiert, aber. So. Gucken. Geht aber hart dran hier. So. Schlucken wir uns mal voll hier. Weil ja auch ordentlich was arbeiten können. Jawohl, einmal zahlen bitte. Jawohl, 670 Euro, Quittung zur Abrechnung. Ach ja, wenn der Verschleiß so billig wäre wie der Sprit, dann... Müsste ich mir kein Deutsch holen. Menschen damit schon wieder. Ja, wer weiß, wer weiß. So, Feld 37. Dann holen wir uns das Ganze. Auf die sind halt gut drauf, ey. Einigermaßen da losgeht. Boing. Da. Gute Rasenfläche, die wir hier zu mähen haben, ne? Wäre ich gerne mal so schlecht. So, dann hab ich auch mal geiles Teil. Ja. Grabscher am Start. Ja, Gruppe der Grabscher. Feld muss gefallen. So. Da das ja so ein geiler Hightech-Trecker ist, ne? Schön überschieben. Ja, ich voll der Faule und hier voll GPS, Digga. Das wird so nix. So wird das nix, mein Freund. Wenn wir schon was machen, dann machen wir es auch richtig. Ne? Nein. Bald ist sowieso hier Messe. Und. Da will man ja auch schon was zum Schauen haben. Messe. Tiere, Messe, Maschinen. Ihr kennt es ja, ne? Wie es halt bei der Farm. So, das haben wir alles schön programmiert. Könnt ihr mal loslegen, der Gute. Alles hier schön über GPS zu machen.
soll es sich auch lohnen mit der Maschine. Weil das Geld brauchen wir auf jeden Fall. Auf jeden Fall richtig was zu tun. Ja, und Milchviehbetrieb, ja, ich meine, die Kühe an sich ist eine schöne Sache, nur frage ich mich halt, was will er uns da geben, ne? Was will er uns da... Ja, der Bürgermeister hat sogar seine klare Vorstellung, welche Kühe wir uns halt holen sollen, aber naja. Sollen halt schon produktiv sein, und produktiv heißt, muss so sein, ne? Naja. Aber gut, ich werde jetzt hier erstmal das Feld weitergruppen und ja, guck, was dann das GPS dann, oder was ich dann bitte später dann noch was sagen wird, ne? Also mal mit den kleinen Karten sehen und dann später wieder. Jo, da haben wir das erste schon erledigt. Dann gucke ich das mal zum nächsten fahren. Dachte es gerne. Toll. Bild 46. Abarbeiten wir uns mal gerade ein bisschen um. Und ja. Einiges, also knapp 15.000 Euro, das was wir einnehmen. Aber ob das dann halt auch was wird, ah, das ist so. Muss mal gucken. Also wie gesagt, für am 14. November, wenn dann das Update da groß erscheint, müssen wir auf jeden Fall Feld 37 dann schon in Startlöchern haben. Als Weizen noch schnell abernten und ins Lager dann noch packen. Weil hier hat sich ja Produktion, also Bürgermeister will auch hier ein bisschen was ändern und gucken, gut und machen. Ich kann mich halt nur um meine Felder und meine Tiere kümmern. Weil wenn es dann. Naja, vielleicht haben wir die Möglichkeit, wir können gucken, ob er für uns nicht noch einen neuen Trecker bezahlt. Ne? Schön leistungsstarkes Ding da, ey. Xerion. Maxion oder Xerion? Eins von beiden. Das war natürlich jetzt nicht. Ja, dann holen wir uns noch schnell ein bisschen AdBlue. Produktion auch hier, fertig. Vor allem der ganze Stapel da. So, eine Fehlinvestition oder Fehlstapel da. Oh mein Gott, ey, was habe ich gemacht? Los gemacht. Wirklich ein Scheiß gemacht. Voll sind wir, perfekt. Um in den Buddel. Das hat ja jeder. So, mal gucken. Krass, was der für Kilometer drauf hat. 1000, ey. Mann, Mann, Mann. Ja, und wenn du Lust hast und möchtest mal mit auf die Community Farm, dann bist du herzlich eingeladen. Würde mich freuen. Und... auf jeden Fall gemeinschaftlich was zu für die Gemeinschaft. Oh, da haben wir schon 40. Warte, ob da Besuch kommt. Weil ihr wisst ja, ich und Silver Run Forest mit Besuch. Prostmahlzeit. Prostmahlzeit. So, dann können wir schon mal da lassen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dahin, habt noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal, euer Bartalo. Ciao, ciao.